Lisa-Maria Potthoff und Jürgen Vogel, herzlich willkommen. Und Jürgen Vogel. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade schon gesagt, ihr habt ein Ehepaar gespielt. Und ist es dann komischerweise so, dass man so anfängt, so Marotten zu entwickeln miteinander, weil man ja über einen langen Zeitraum so tun muss, als wäre man ein Ehepaar? Also Marotten hatten wir nicht, aber wir verstehen uns halt wahnsinnig gut. So. Habt ihr dieselben Regenjacken, sowas mittlerweile? Ja, doch, natürlich. Diese blähfarbenen, diese sandfarbenen und dann diese Trekking-Sandalen mit Strümpfen. Ja, Mephisto-Schuhe. Dreiviertelhosen. Ja. Ah, ja. Aber mit einem Reißverschluss. Man weiß nicht, wie es Wetter wird. Ne? Ja, so ist das. Ja. Genau. Und abends, wenn die Sonne weg ist, muss man Pullover dabei haben. Ne? Sandalen mit Socken. Nee, da sind Jürgen und ich. Wie du vorhin, als wir gekommen sind, du noch privat warst. Da hattest du ja auch. Naja, ich weiß, ich gehe dann immer hier vorne zum C&A, da werde ich eingekleidet. Schön. Aber vorher sehe ich natürlich privat aus. Ne? Ist ja klar. jetzt habe ich eine Sache über euch beide gelesen, die bei dir einigermaßen erwartbar ist, weil du Jiu-Jitsu machst und sportlich bist und das alles. Bei dir wusste ich nicht, dass du tatsächlich auch so gefahrensucherisch unterwegs bist. Stunts macht ihr beide immer selber, egal was für Stunts. Immer egal, sonst eine Kommissarin eigentlich. Du spielst mal Kriminelle. Viel Liebesszenen. Ja. Ja, wir durften gar nicht so richtig. Hatten wir eine richtige Liebesszene? Ich glaube nicht. Aber wir würden es selber machen. Wir würden uns da nicht. Ich habe eine geschrieben. Ach, das ist der Stunt. Aber die haben sie nicht genommen. Ja. Das wäre der Stunt jetzt. Das war zu explizite Sexualität. Und das war in unserem Film, weil wir FSK. Ja, die wollten daraus einen Kinderfilm machen. Keine Ahnung, das war schade. Ich habe ja jede Nacht, ich habe Lisa immer Texte geschickt. Und gesagt, guck mal, hier hätte ich auch wieder eine Idee. Ja. Aber die haben das nicht gewollt. Und das ist super, weil ich bin sehr beweglich im Bett. Und das fand Jürgen toll, weswegen ich die Rolle auch bekommen habe. Aber es ist alles raus. Das ist deswegen, ärgerlich. Ja. Schade. Auch schade. Sagen das mal, vielleicht regt das auch die Fantasie an von anderen Produzenten. Es gibt ja Produzenten auch, andere Produzenten, die auch produzieren. Ja, Filme. Absolut, ja klar. Ja, auch Filme machen, zum Beispiel. Ja, ich mache da gerne was. Also ich schreibe euch da was. Du kannst mir auch mal einfach, wenn du eine Idee hast nach 27 Bier, nachts um 4, dann schick einfach. Ja? Ich trinke ja kein Bier. Aber wenn ich eine Idee habe, dann... Ja, gerne auch, aber er hat ja gerade schon angeboten, dass es bei ihm praktisch nur so sprießt. Ja. Also sie hat schon auch krasse Ideen. Mach das mal, weibliche Sexualität ist moderner. Ist ein bisschen anders. Aber es war wichtig, dass ihr jetzt, und da sehen wir jetzt einen Ausschnitt, dass ihr praktisch als Ehepaar jetzt nicht so ganz viel mit Sexualität zu tun habt, sondern eher mit Auseinandersetzung, um ein bisschen glaubwürdig auch rüberzukommen als Ehepaar. Ja, aber Sexualität und Streit, also das würde ich nicht so ausklammern. Also das eine führt oft zum anderen. Ja. Oder man streitet sich, weil der Sex nicht läuft, oder man streitet sich und dann kommt es zum oder Sex. Oder wie in dem Fall um die Sexualität der Tochter. Ich habe niemals jemanden kennengelernt, der so tief in diesem Thema drin ist wie ihr zwei. Das stimmt. Wahnsinn. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Film. Es ist zu deinem Besten ein sehr lustiger, sehr guter Film und eine bezeichnende Szene. Könnte ihr Vater sein oder noch schlimmer, ihr Großvater. Wenn er mit 12 ein Kind gekriegt hätte und das hätte mit 12 auch ein Kind gekriegt, dann... Ach, jetzt bin ich ja völlig durcheinander. Schatz, glaub mir, ich finde es doch auch nicht gut, aber wir können nicht mehr machen, als vernünftig mit ihr zu reden. Wie denn, wenn sie nicht mit mir redet? Du hast ihm die Nase gebrochen! Ich hätte ihn die Beine brechen sollen! Und da wunderst du dich, warum sie dir nicht alles erzählt? Karl-Heinz, was hat dir der Therapeut gesagt? Dass du bis 10 zählen sollst. Also, zähl gefälligst bis 10. Also, um es kurz zu erklären, da bringt die Tochter den Typen mit nach Hause, den man sich anders vorgestellt hatte. Definitiv. Ja, ein bisschen. Und jetzt müsst ihr irgendwie damit zurechtkommen, dass die Tochter sich nun mal für den entschieden hat. Und der früher mit mir in einer Schulklasse war. Ah ja, okay. Ja, und das Schlimme ist, der gespielt von Andreas Pietschmann, der de facto wirklich 10 Jahre älter ist als ich. Also ich fand es auch von mir eine Leistung, dass ich das emotional tragen konnte als Frau in diesem Film. Deswegen, ich bin da sehr bei den Männern. Ich wäre wahrscheinlich auch ausgeflippt. Ja. Habt ihr zu Hause auch so rumgenervt, als ihr in dem Alter wart? Habt ihr auch gesagt, ich mache jetzt einfach irgendwas, damit sich alle aufregen, so, damit ein bisschen was los ist? Ich glaube, es ist ganz normal, dass es automatisch passiert. Das muss ja auch so sein. Wenn man das nicht macht, dann stimmt auch irgendwas nicht. Dein Vater war, glaube ich, Psychologe. Ne? Wie kann man so jemanden, der für alles Verständnis hat, aus dem Konzept bringen? Ja, schwer. Schwer. Oder er hat nichts gewusst. Ja, Jürgen spielt auf die Situation an, als ich im Urlaub war. Ja. Und da war ich mit meinen Eltern noch, war ich 16, 17, keine Ahnung. Und hatte in dem Hotel eine Affäre zu einem Typen.
Und ich hatte so eine bunte Hose. Der Wunschtraum jedes Vaters, ich muss ganz kurz unterbrechen. Man fährt mit dem Kind noch mal in Urlaub und die hat eine Affäre mit irgendjemandem. Ja, jetzt blärst auch noch so raus. Egal, auf jeden Fall, irgendwann hat der Typ sich meine Hose geliehen und hatte sie abends an. Und mein Vater so, guck mal, Astrid, der hat die gleiche Hose wie Lisa. Wenn der wüsste. Aber stell mal vor, bei der Mode, wo das diese extrem Hüfthosen-Modell war. Nee, das war davor. Nee, das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen. So ein Typ trägt dann die Hose von deiner Tochter, so eine Hüfthose? Also ich glaube, dass das, sagen wir mal, die Verwirrung jetzt, egal wie gut ihm die Hose stand, sage ich jetzt ja, mal. Ich glaube, das weiß, war nicht das weiß, Hauptproblem. Es fällt negativ auf meine Männerwahl zurück. Aber es war Ende der 90er. Wer weiß, wenn das ein netter Animateur war, warum nicht, ja? Nein, das auf keinen Fall. Gut. Kein Animateur. Nein. Wo lernt man dann als Mädchen jemanden? Wir werden diese Sachen jetzt auch zu eurem Schutz im Privaten weiter besprechen. Ja. Und ja, es gibt einen Film, der heißt Es ist zu deinem Besten. Ist es für dich eigentlich du hast häufiger ernste Sachen gespielt, glaube ich, ne? Oder? Oh, weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht. Ja. Und du musst eigentlich immer Verbrecher spielen, ne? Ganz oft, ja. Ganz schlimm. Ja. Und warum? Und ist es denn so, dass man aus seinem ureigenst angedachten Profil dann unbedingt immer ausbrechen will? Es gibt ja so ganz liebe Schauspieler, die sagen immer, ich will unbedingt einen Mörder spielen und so. Warum ist das so? Warum hat man so wahnsinnig Bock, dann genau das Gegenteil zu spielen? Sag du. Ich? Nein, also bei mir ist es so, dass ich mag die Unterschiedlichkeit so gerne. Also jetzt mache ich ja auch gerne Filme auf Bayerisch. Also ich mag es, eine Komödie zu machen, danach was ganz Ernstes, dann vielleicht mit dem Dialekt zu arbeiten, mit Schönheit gegen Hässlichkeit oder Genre gegen... Also das ist doch das, was unseren Beruf super macht, dass kein Tag wie der andere ist. Das ist so das, was mich reizt. Ganz egal, was ich so mitbringe, sondern eher die Unterschiedlichkeit in dem, was man tut. Ich habe so ein Zitat von Jürgen gelesen, da dachte ich, vielleicht wäre das auch was für mich, die Schauspielerei. Ja, ich glaube eh. Ja, du hast gesagt nämlich, man braucht, um ein richtig guter Schauspieler zu sein, hilft eine gewisse Portion Dummheit. Ja. Das würde helfen. Das hast du gesagt? Ja. Ja, damit man nicht so viel... Was meinst du denn damit? Ja, interpretier mal, weil... Ein Schauspieler an sich ist ja, habe ich immer früher auch gesagt, relativ dumm. Normalerweise, ja. Man trifft sehr viele, die wirklich dumm sind, leider. Und auf ja, aber der Moment, wir sind hier beim Fernsehen. Du Arschloch. Nein, ich meine nicht dich. Du hast auf mich gezeigt, nein, währenddessen. Er hat auf mich weißt. Gezeigt. Das wollte ich dir sagen, dass du das ja auch weißt, weil du ja auch mit mir zum Beispiel gearbeitet hast. Ein Schauspieler generell... Oh, wie link. Nein, das meine ich jetzt wirklich. Okay. Ich meine wirklich. Also generell, wir wissen ja eigentlich nicht alles. Wir tun aber so, als würden wir alles können. Also ja, wir wenn man können ja Arzt spielt, alles. Professor... Du bist überall ein bisschen drin. Du lernst auch von allem immer so ein bisschen was. Aber kein Schauspieler, den ich kenne, ist noch promovierter. Noch eine gibt es. Es gibt eine Ärztin noch. Zum Beispiel Christiane Paul ist ja auch Ärztin, wirklich. Die ja, meisten sind ja unterbrochen wirklich? Im Beruf. Weiß man nicht. Ja, man weiß, genau. Man weiß es nicht. Ne? So. Ne? Aber generell haben wir ja keine normale Berufsausbildung, sondern Schauspieler. Wir sind Schauspieler. Aber wir machen, tun so, als wenn wir Anwälte, ich weiß nicht, was wir alles so sind oder machen dürfen, was wir aber eigentlich ja nicht wirklich können. Das heißt, das meine ich auch damit, wir sind eigentlich so ein bisschen, wir wissen eigentlich nichts. Wir haben eine kurze Zeit, das zu lernen, tun so, als wenn wir die geilsten Ärzte und ich weiß nicht was. Und die Leute draußen glauben es noch. Ja. Ich meine, wenn Leute damals Schwarzwaldklinik geguckt haben, haben sie teilweise die Leute angeschrieben und gesagt, du, ich habe hier am Fuß so eine Entzündung. was mache ich jetzt? Mache ich Eispack? Soll ich eine Creme drauf machen oder einen Verband? Man glaubt es dann halt. Oder wie Leute auch bei der Lindenstraße Leute angeschimpft haben, wenn sie irgendjemanden schlecht behandelt haben oder so auf der Straße. Schäm dich, geh mal rüber. Ja. So, also weil die Leute das im Ernst nehmen. Und so, finde ich, ist unser Beruf. Also du musst nicht wirklich was können. Wie du am Set bist, weiß ich so ein bisschen, kannst du mir auch vorstellen. Ja, ne? So, jetzt nicht in jeder Situation und so, aber ist das mit ihm manchmal ein bisschen schwierig? Weil er ist so jemand, der bis vor 3 Sekunden, bevor der Take losgeht, redest du was anderes. So stelle ich mir das vor. Ja. Ist das ein bisschen so und wie kommt man damit zurecht? Dass er so in einem ganz anderen Thema ist und sagt, ja, dann habe ich gestern bla 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 und dann und heißt es und bitte und zack ist er im Drama oder was, ja? Ja, das mag ich ja eigentlich auch ganz gerne, dass man, doch. Bei uns war es so, also diese Szene, die wir eben gesehen haben, das war mein erster Drehtag und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, also du bist ja filmaffin, das ist dir wahrscheinlich sofort aufgefallen, da war nicht ein Schnitt, wir haben ja Plansequenzen gedreht. Stimmt. Das heißt, am Abend bin ich immer nach Hause gegangen und sagte, ey, das ist ja Sport. Immer auf Jürgen einreden und dann... Und deswegen, also da hat er mich ganz, also ich glaube, wir haben uns gesehen und sofort, also ich frage mich, warum wir uns nicht schon früher kennengelernt haben. Das ist irgendwie, das war ein Match. Hat total gepasst, ja.
Ich glaube, das sieht man im Film auch an. Also es ist eine dringende Empfehlung, es ist zu deinem Besten, sich anzuschauen. Ganz toller Film, gerade jetzt, wo das Kino so lange leer stand, sollte man das Kino den Möglichkeiten, die man jetzt hat, sollte man das nutzen, damit uns dieser kulturelle Ort weiterhin zur Verfügung steht. Natürlich in aller gebotenen Vorsicht, aber geht, sofern es möglich ist, ins Kino und schaut euch diesen Film an und nutzt das, dass es diese tollen Filme gibt. Und ein Kinoerlebnis, ich meine, man hat alles Mögliche zu Hause, 38 Meter große Fernseher. Es ist was anderes als... Wenn man was zu Hause schaut, als wenn man ins Kino geht, es ist dann doch noch mal ein anderes Erlebnis. Klar, die Zeiten sind komisch und so, aber Kino darf nicht verloren gehen, egal wie viele Möglichkeiten man sonst hat. Und deswegen finde ich schön, dass so eine tollen Filme wieder kommen. Und Lisa-Maria Potthoff und Jürgen Vogel, das ist dein Bestes. Das ist ein ganz toller Film. Ja, also besser kann man sowas nicht featuren. Ja. Und ich sage euch, mit Abstand fummeln macht auch erfinderisch. Ja, na klar, das macht erfinderisch. Übrigens, eine Sache, die ich dann mal zu deinem Leben, weil es so ein bisschen mit dem zu tun hat, was wir machen. Mitgeben will. Du bist, ja, nee, pass auf, du warst ja mal mit 15 oder wann auch immer irgendwann mal Koch, ne? Kann das sein? Dass ja, du als Koch als Beikoch gearbeitet, ja. Beikoch heißt ja, du bist der Gurkenschneider daneben, ne? Ja, na, ich habe schon auch Nachspeisen und Vorspeisen gemacht, aber das ja, gut. Ich war schon eine beförderte Küchenhilfe. Es ist praktisch so eins über ein Tänzer. Ich habe mich hochgearbeitet. In der Fischbratbude. Und dann hast du, also okay, das gekocht, das heißt, wenn einer sagt, das schmeckt mir nicht, das Essen, und es geht zurück in die Küche. Ich möchte jetzt als Insider von dir wissen, ist das der sichere Beweis dafür, dass einer da aus Boshaftigkeit reinspuckt und niemals sagt... Oh ja, das frage ich mich auch immer. Kennst du den Charlottenburger? Weißt du, was das ist? Ja, das ist so ein... Was so Jogger machen, wenn sie so joggen, so auf Wegesrand. Oh, hat gestern einer vor mir gemacht. Das ist ganz eklig. Ja. Das finde ich so eklig. Aber sowas passiert in der Küche nicht.